So, hallo, ich begrüße euch zu einer oder vermutlich eher der letzten Folge Superliminal. Aber ich wollte noch eine Folge aufnehmen, nachdem jetzt heute die letzte Folge kam, also die bisher letzte Folge, dachte ich, es gibt vielleicht noch mal so ein paar Sachen, die man ansprechen kann, während man durch die Level geht und schaut, ob man noch was findet. Ja, also es gibt ja recht viele Secrets noch und alles Mögliche, und es ist mir einfach irgendwo ein bisschen, Entschuldigung, ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, zu viel. Also ich habe nicht das Gefühl, dass, wenn ich jetzt anfange, hier alles durchzusuchen und zu gucken, ob wir alles finden und so weiter, ich glaube, dann werden da nochmal 20 Videos am Ende bei rauskommen, und ich weiß halt nicht, ob die dann... Ne, das ist wieder diese Sache mit der Alternative. Wir müssen ja auch noch Hyrule Warriors weiterspielen und so weiter. Und wenn ich das aber richtig gesehen habe, dann gibt es sogar... Jetzt muss ich nochmal zurück, weil ich viel zu viel Quatsch und nicht gelesen habe. Dann gibt es aber sogar im ersten Abschnitt... Das ist ja nicht hell, ne? Also, es gibt kein Sternbild. Okay. Aber es gibt Figuren. Es gibt Feuerlöscher. Es gibt die, hier diese Blaupausen. Was ist denn das vordere für ein Symbol? Das haben wir hier abgeschlossen. Ach, das sind nicht die Feuerlöscher, das sind die Feuerschalter. Ah, das sind die Schalter. Okay, Löscher und Schalter sind nochmal unterschiedlich. Ich habe fast nirgends alle gefunden. Es ist dramatisch. Aber ich würde zum Beispiel jetzt gerne mal zumindest diese Schachfiguren vollständig bekommen. Dass wir nochmal die Level... Ah, ich weiß nicht. Also der Reiz ist schon da, dass hier alles... Nee, das ist keiner, ne? Das ist so ein anderes Ding. Jetzt war ich ganz kurz verwirrt. Aber das ist halt die Sache. Ich glaube, die Sachen sind teilweise so extremst gut versteckt. Weil zum Beispiel ist jetzt hier in diesem Bereich, ist jetzt hier was oder ist jetzt hier nichts? Das weiß man halt nicht. Aber das sind keine, nee, das sind diese Schalter nicht. Das sind nicht die Schalter, die ich drücken kann. Nee, nee. Das ist was anderes. Das ist was anderes. Also ich hoffe auch nicht, dass in dem Tutorial-Bereich schon was ist. Könntest du mir weiter hinten vorstellen? Weiter hinten könnte ich es mir... Ich habe vergessen, wie man das spielt, ne? Weiter hinten könnte ich es mir sehr gut vorstellen, dass da was ist. Aber ich hoffe hier vorne noch nicht. Das wäre sonst schon wieder so eine echt ärgerliche Geschichte. Und ich habe beim ersten Mal spielen gar nicht gerafft, dass diese... Terms of service accepted. Congratulations on falling asleep. Welcome. Quatsch mir halt jetzt mal nicht rein, ich weiß doch schon, was du sagen willst. This orientation will adapt you to eyelids, our interactive, lucid induction dream state in which you retain full consciousness and control. Dass diese Figuren, wüsste ich, wäre es, wenn es zum Beispiel auch ein Easter Egg gäbe, die Dinger hier, keine Ahnung, draufzusetzen komplett, aber ich glaube, das gibt's nicht. Aber es wäre schon lustig, wenn man das so groß machen könnte. Ach so, kann er die Kleine auch machen. Ne, und dass man dann sagt, hier, als müsste ich das erstmal so hinkriegen, dass das auf dem... Ja gut, man könnte es vielleicht sogar so hinkriegen, dass es wieder steht. Dann dahin setzen, wo ein Turm hingehört. Und dass man das mit allen Figuren... Aber das glaube ich nicht. Das wär zu verrückt, glaube ich, um das zu machen. Was wollte ich vorhin sagen, bevor die mir reingequatscht hat? Achso, ich habe beim ersten Mal spielen auch gar nicht begriffen, dass diese Figuren schon wie Schachfiguren aussehen, die man da gefunden hat. Es sah teilweise für mich aus wie irgendwie so einfach irgendwas Leuchtendes, was man einsammelt. Aber das war es ja gar nicht. Das waren ja von Anfang an diese Figuren. Habe ich nur, wie gesagt, nie wirklich wahrgenommen. Ich glaube, hier ist auch nichts. Ich glaube, die Secrets gehen hier los ab dem Bereich, den wir schon kennen. Wo auch dann dieser Dings ist.
Dieser Turm. Ach, Turm. Dieser Dosen. Ach, reden und spielen, ne? Dieser Dosenautomat. Ich glaube, da ist. Sind Secrets. Oder zumindest eins. Aber ich glaube, das hatten wir da dann auch schon. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Das finde ich nach wie vor ist eine coole Geschichte. Confirmed. You can move freely, interact with surrounding objects and listen. Bisher glaube ich nicht, dass ich irgendwas verpasst habe, aber keine Ahnung. Please note that I am the standard orientation protocol and that my voice has been explicitly chosen to remind you that I am not a part of your patient care team. Mehr kann man ja hier auch nicht tun. I do not care. Man könnte natürlich in irgendwelchen. Ja, es könnte natürlich sein, dass man so in irgendeiner Ecke oben irgendwas versteckt, aber das wäre irgendwie wieder fies. Wenn es irgendwie so dann hier plötzlich was auftaucht. Das finde ich kein gutes Secret, ehrlich gesagt. Hoffe mal nicht, dass es sowas ist. Okay. Ach, das war der. Okay. Das ist jetzt der erste Bereich, wo man so ein bisschen ja, das Spiel. Also die normale Ebene verlässt. Na? Ihr wisst, was ich meine. Wo ich jetzt nicht nur hier weitergehen kann, sondern ich kann auch hier höher. Ich könnte mit dem Käse mal versuchen, da noch deutlich höher zu kommen. Wo man anfangs dachte, hey, vielleicht ist das nicht so gewollt. Aber jetzt... Ups. Jetzt muss man ja sagen, vielleicht ist das aber ganz genau so gewollt, dass man hier hoch kann. Und es ist gar kein Spielfehler. Wir haben ja schon in anderen Sachen gesehen, dass es gewollt ist, dass man irgendwo hochgeht. Dass man sozusagen wirklich sehr stark erkundet, was es hier alles gibt. Und hier wäre jetzt der erste Moment, wo ich sage, vielleicht bringt mich der Käse noch deutlich höher, indem ich ihn irgendwie so platziere, dass ich hier irgendwie weiter hoch. Aber das wirkt jetzt nicht so, als ob ich da irgendwas Brauchbares tun könnte. Der wird eher nur wieder kleiner. Ich wollte ihn so ein bisschen jetzt hier dann. Ja, naja, wobei, wir können mal gucken, ob ich den so hinkriege. Aber jetzt kommt er halt immer näher. Und dann ist das natürlich wieder der Mist. Dass es so natürlich wieder schrumpft. Das meine ich, jetzt ist er wieder winzig. Soll er ja gar nicht sein, aber das, man kommt hier halt theoretisch höher. Na, wenn ich das hier hinkriege und es sich über den ganzen Bereich erstreckt, würde halt gern mal da hochprobieren, aber das. Ich glaube, ich schaffe es nicht, den so groß zu machen. Weil so fällt er halt runter. Na? Jetzt wird er wieder kleiner. Ich könnte versuchen, ihn so hinten dann praktisch mit an die Wand zu setzen, dass er auf zwei Seiten gehalten wird. Na, so. Aber ich glaube nicht, dass ich mir da. Aber ich würde gerne wissen, ob man hier hoch darf, kann, sollte. Ich kriege auch keine neues. Ich kriege auch nichts damit rein. Also hier ist Schluss. Und hier ist Schluss. So, ich habe nur den Käse. Ich darf keine andere Figur mitnehmen. Ich habe nichts anderes, womit ich spielen kann. Ich habe nur den Käse. Den noch größer machen geht halt leider auch nicht so einfach. Weil man halt... Ja, genau. Weil man halt, wenn man das zu weit treibt... Dann fängt man wieder an, den zu verkleinern. Das...
das meine ich. Wenn ich ihn so jetzt hätte und so hier drehen kann, dass er hier und hier aufliegt, das wäre halt eine Nummer. Aber dadurch jetzt, genau, und jetzt wird er wieder kleiner. Weil ich ihn nicht dahin bekomme. Nee. Nee. Ich würde das hier an der Stelle erstmal lassen. Ach Mist, jetzt bin ich wieder runtergefallen. Das wäre halt mein Experimentversuch gewesen. Aber ihr seht ja, was das Problem ist. Ich glaube, hier kann man was machen. Ich würde spontan sagen, hier kann man was tun, aber ich komme nicht hin. Ach, scheiße. Friedrich. Aber ich glaube, da oben könnte was sein. Jetzt, wo ich halt weiß, dass es so massig Secrets gibt. Ja, aber leider, genau das ist das. Leider verkleinert man den, wenn man hier so sehr damit rumspielt. Gleich wieder massiv. Aber ich mag es, mit ihm rumzuglitschen. Nichts glitscht man so schön rum wie mit dem Käse. So, jetzt müssen wir erstmal wieder da hochkommen. Ich glaube, jetzt kommen wir da hoch. Ja. Also, wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass hier was ist. Wollte es nur festhalten, kurz. You will lose the ability to awaken suddenly due to realizing that this is a dream. Evidence. I have already informed you that this is a dream. Hier könnte auch so eine Figur theoretisch versteckt sein. Please complete the remaining orientation activities. Oder ist das hier wirklich nur? Ist das hier wirklich nur zum Angucken oder kann man hier irgendwas tun? Ich weiß es nicht. Wirkt nicht so, als ob ich irgendwas tun könnte. Aber jetzt, wo man halt weiß, was es alles für Secrets gibt. Jetzt, wo man weiß, was es alles für Secrets gibt. Oh mein Gott! Ich komme hier hoch. Oh, ich kann mit den Brettern Sachen anstellen. Ich kann hier mit den Brettern Sachen anstellen. Ja, ja. Warning. You have deviated from hier hoch zum Beispiel, da ist es mir zu dunkel. Ich glaube nicht, dass man da irgendwas machen soll. Aber ich könnte auch hier mal so ein Brett reinnehmen. Oder den Würfel hier reinnehmen. Gucken, was es mir so bringt. Aber das meine ich, ne? Ich kann dann zwar auch hier auf die... Wenn ich es hinkriege. Ich kann dann zwar auch hier... Toll. Ich kann dann zwar auch hier auf die Sachen hoch. Aber im Endeffekt... Wo ist die Lampe da? Ah. Aber im Endeffekt ist es, glaube ich, hier jetzt nicht so, dass es mir irgendwas bringt, wenn ich hier auf die Lampe hochkomme. Dafür ist es dann hier doch zu dunkel, dass die hier was versteckt haben. Moment. War das Kling mein OBS? Nein. Okay, wir nehmen noch auf. Wir nehmen noch auf. Nope. Nope. Aber man wüsste es halt gerne. Weil einmal war ja hier auf so einem Ding was versteckt. Aber ich glaub's nicht. Ich glaub's in dem Fall wirklich nicht. Ich würde hier viel eher mit den Brettern was probieren wollen. Ich würde hier viel lieber mit den Brettern mal anfangen, was zu probieren. Und zwar da hochzukommen. Weil das bietet sich halt schon extremst an. Ach komm, ich wollte da nur hoch. Oh mein Gott.
Können wir bitte einfach auf das Ding rauflaufen? Jo, jetzt ist es so schwer, dass es den Würfel... Ja, danke. Geht doch. Ich wollte gerade sagen, jetzt ist es so schwer, dass es den Würfel beeinflusst. Ah, es reicht nicht. Mal her. Huck, seht ihr was? Genau das meinte ich. Da ist die blaue Schachfigur. Genau das meinte ich. Oh mein Gott, Genius. Genau das habe ich gemeint. Und da muss man schon sehr nah dran kommen, dass man die aktivieren kann. Es reicht nicht, die zu sehen, man muss wirklich sehr nah dran kommen. Oh, wow. Oh, wow. Muss ich den erstmal wieder kleiner machen? Kleiner machen? Ich glaube, das ist klein genug. So. Aber genau das meinte ich. Oha. Wir haben die Schachfigur gefunden. Und ich schätze jetzt mal, dass es nur eine pro Raum gibt. Jetzt wäre wichtig, wenn ich jetzt rausgehe, habe ich dann die Schachfigur oder muss ich das auch beenden? Wir wissen es ja leider nicht. Ich würde es mal ganz kurz ausprobieren. Ich komme hier ganz schnell wieder hin. Sollte es nicht so sein. Ich werde nicht mal gefragt. Ups. Ich werde nicht mal gefragt, so von wegen, hey, Fortschritt geht verloren. Möchtest du wirklich? Da ist die Schachfigur. Okay. Kann ich auch fortsetzen. During eyelids, you will lose the ability to awaken suddenly due to realizing that this is a dream. Evidence. I have already informed you that this is a dream. Ob die jetzt auch da oben weg ist. You did not wake up. Aber das ist sehr gut zu wissen. Das ist sehr gut zu wissen. Activities. Oh. Ich dachte, das fällt auf die Boden. Wow. Reicht das, um hochzukommen? Zumindest um zu gucken? Ja, das reicht. Die Hitbox von den Dingern ist zum Glück sehr gut. Ja, perfekt. Also, können wir uns schon mal merken, wenn wir sowas auslösen, wenn wir sowas aktivieren, wird es instant gespeichert. Man muss nicht noch bis zum Ende spielen. Sehr gut. Ich kann ja sogar so ein Brett mitnehmen, aber das nützt mir nichts. Na, hier ist nichts weiter. Hallo? Ach so. Okay. Aber das war jetzt so ein Punkt, ne? Das war jetzt so ein Punkt, wo ich direkt wieder gemerkt habe, warum ich diesen Part hier aufnehme. Hätten wir damals schon so den Gedanken gehabt, hey, da kann man anfangen rumzuspielen, weil jetzt werden wir nämlich an Objekte, beziehungsweise jetzt kommen wir in Situationen, wo wir damals, als wir das Spiel angefangen haben, noch nicht an sowas gedacht haben. Aber jetzt denken wir ganz anders, weil wir das Spiel jetzt kennen und gespielt haben. Ne? Das ist das Ding. Ja, das ist ein cooler Grafikbug. Okay, alles klar. Oh, jetzt ist es wieder hier. Aber da ist, glaube ich, also wenn hier jetzt irgendwas versteckt wäre in irgendeiner Ecke oder so. Aber ich glaube, wir haben ja schon die eine Figur. Ja, die Figur, stimmt, Figuren brauche ich schon gar nicht mehr suchen. Was es jetzt hier noch gäbe, sind so Blaupausen. Feuerdinger. Wie lang ging das erste Level? Das ist jetzt die nächste Frage. Hier kann ich auch hoch.
Completed surveys may be eligible for a gift card. Ach, das musste man hier sogar rüberbringen. Das war das. War nicht ganz, was ich wollte. Warte, wie ging das hier? Ah, ja, passt schon. Passt schon. Also hier glaube ich, dass man nicht hoch kann. Wir könnten zwar probieren, auf die Box zu kommen, aber das war es dann auch. Nee, ich glaube, hier kommt man nicht hoch. Hier gibt es keine Hilfsmittel, es ist alles abgesperrt. Es gibt nur diese Box. Mehr geht hier nicht. Okay. Dann war hier dieses Ding zum Durchlaufen. Das war zwar lustig, weil man halt, ne, so hin und her gegangen ist. Aber letztendlich war es, glaube ich, wirklich nur zum... Nur so ein optischer Spaßeffekt. Ich glaube, was anderes war das nicht. Kann man, glaube ich, nichts weiter tun oder machen. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Mal, wie gesagt, nach Figuren muss ich schon gar nicht mehr gucken. Blaupausen und Feuerwehrdinger. Das ist das Ding. Die wiederum natürlich überall sein können. Ich kann ihn nicht anstupsen, ne? Kann ich ihn so ein bisschen werfen? Kann nur sowas machen, aber dadurch kippt er halt nicht. Nein, jetzt ist er wieder kleiner. Jetzt ist er gekippt, aber jetzt ist er nicht an die Wand gekippt. Ich wollte wissen, ob da oben was ist. Ich meine, hier sieht es aus, als ob es zu wäre. Aber theoretisch... Wofür ist dieser Raum hier da? Ja, kipp noch ein bisschen und dann bin ich nicht zu weit. Ja, komme ich da hoch? Reicht es, um hochzukommen? Hochglitschen! Hochglitschen! LOL! Ich habe mich wirklich hochgeglitscht kurz. Leider habe ich es nicht rechtzeitig gecheckt. Ja, das war ja lustig. Müsste halt nochmal so kippen, dass er... Aber wie kriege ich den zum Kippen? Ich glaube, je weiter der von oben runterfällt... Aber er muss halt auch dabei groß werden. Jetzt ist er wieder viel zu klein. Aber jetzt ist er gekippt. Ist wieder zu klein. Wobei, aber der ist zu... Ah, das wird nicht reichen.
Huch. Perfekt. Ach, und jetzt haben wir festgestellt, das hier ist einfach flach. Hier kann man gar nicht oben drauf sein. Okay, dann bin ich zufrieden. Dann hat sich die Frage komplett geklärt. Aber wir haben es ausprobiert. Please stand by for polite recognition on your completion of the Somnasculpt orientation. Jo. You did it. To maximize the time allotted for your therapeutic journey, please do not delay in proceeding through the final doorway as indicated. Ich bin immer noch zu blöd dafür, ne? So. Gibt es ein Achievement, wenn wir alles umwerfen? Die Seite kann ich gar nicht umwerfen, ne? Erst die Seite wieder, ja. Seite kann ich auch umwerfen. Kann das hier bitte auch noch kippen? Ist wieder kleiner, ich bin doof. Kann das hier bitte auch noch kippen? Fall! Fall! Gibt's das denn? Wovon wird das aufgehalten? Ah, das kann ich fallen, okay. Oh! Hier ist da vielleicht auch was dahin? Ah, das kann auch nicht fallen. Deswegen. Okay, fühle ich. Fühle ich. Ich glaube auch nicht, dass hier schon so ein Feuerdings sein könnte. Kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir nicht vorstellen, ne? Ich hätte jetzt hier zum Beispiel, wenn ich die Schachfigur nicht gefunden hätte, hätte ich jetzt hier angefangen, nochmal nach Schachfigur zu suchen. Aber so kann ja hier eigentlich nichts mehr sein. Seht ihr? Na, hier unten drunter und so, das. Bei sowas war noch nie ein Feuerschalter. Ich kann jetzt mal auch hier drauf gucken. Hier drunter gucken. Ich frage mich halt, wann war dieser Abschnitt zu Ende? Weil diese Feuerschalter kamen als erstes im Hotel eigentlich vor. Und ich meine, dass ich da direkt den ersten gedrückt hätte. Aber vielleicht habe ich das halt auch nicht. Aber guck mal, hier ist auch wieder eine Decke. Hier kann eigentlich nichts sein. Hier kann eigentlich nichts weiter. Oh! Oh! Den habe ich nie gesehen. Der ist mir damals nicht aufgefallen. Sonst hätte ich hier nämlich schon das erste Achievement bekommen für einmal das Ding drücken. Vielleicht waren das die. Vielleicht waren das genau die, die mir jetzt gefehlt haben. Ach ja. Ich habe komplett vergessen. Nein! Scheiße. Wenn ich jetzt Fortsetzen mache, bin ich im zweiten Ding drin, ne? Fuck.
Ich hab's verpeilt. Ach nee. Es tut mir leid. Tut mir leid. Speedrun. Es ist halt doof, dass man die einzelnen Abschnitte nicht auswählen kann. Also gut, dass man die Level auswählen kann. Terms of service accepted. Nicht gut, dass man nicht die Ausschnitte auswählen kann. Welcome to Somnasculpt. Your progress also may be monitored so by qualified Speicherpunkte specialists. Praktisch, ne? This orientation will adapt you to eyelids, our interactive, lucid induction dream state in which you retain full consciousness ja, ja, and control. Ja. Ich wollte eine Sache ausprobieren. Das habe ich mir den ganzen Part über vorgenommen. Und jetzt habe ich es verpeilt. Jetzt, wo es soweit gewesen wäre. Wir müssen es ausprobieren. Es tut mir leid. Wir müssen es ausprobieren. Wenn ich das nicht ausprobiere, bin ich nicht zufrieden. Ich glaube, wir kommen da ganz schnell hin, aber es sollte eigentlich nicht das Problem sein. Please note that I am the standard orientation protocol and that my voice has been explicitly chosen to remind you that I am not a part of your patient care team. I do not care. Feier ich. During eyelids, you will lose the ability to awaken suddenly due to realizing that this is a dream. Rechtzeitig stoppen können, wenn ich schnell genug gewesen wäre. Ich habe leider. I have already informed you that this is a dream. You did not wake up. Please complete the remaining orientation activities. Aber das geht gerade echt schnell, gedacht. Das wäre wahrscheinlich übrigens der Weg gewesen für den LOL, das geht auch. Das funktioniert auch. Wait a moment. Kann der vielleicht so schief fallen, dass ich an ihm hoch kann? Kriege ich den irgendwie jetzt so in die Wand gebackt, dass er schief stehen bleibt? Na scheiße. Oben! Okay, aber da ist nichts. Wenn man dann nur durch Bugs hochkommt, dann ist da nichts. Aber es wäre möglich gewesen. Zugegeben mit Bugs, aber möglich. Aber wir sind schon wieder hier. Easy. Das hat ja überhaupt nicht lang gedauert. Das hat ja wirklich überhaupt nicht lang gedauert. Ist es jetzt zufällig so, wie ich es gebraucht hätte vorhin? Nicht, dass ich es jetzt nochmal brauchen würde. Nein, okay, es hätte nicht gereicht. Passt. Ja, perfekt. Sehr gut. Please stand by for polite recognition on your completion of the Somnasculpt orientation. You did it. To maximize the time allotted for your therapeutic journey, please do not delay in proceeding through the final doorway as indicated. Was ich sagen wollte, ich hätte ja einfach stoppen können.
hätte stoppen können und ich glaube, dann komme ich rechtzeitig ins Hauptmenü zurück, bevor ich in den, also bevor er in den Ladebildschirm geht. Bevor er in den Ladebildschirm geht. So, jetzt gut aufpassen. Wo fällt man runter? Ist es eine optische Täuschung oder fällt man wirklich? Also geht jetzt der Boden auf? Oder ist es hier dieses Finstere, wodurch man dann runterfällt? Da fällt man runter. Den groß genug? Mal ansatzweise, ne? Bin ja hier höher. Ich will da oben drauf. Lampe? Aus zur Lampe? Lampe will nicht. Es ist noch zu weit weg. Er wird immer kleiner, weil er dann noch mal. Wie habe ich mich denn jetzt wieder da hochgebackt? Plötzlich zieht es einen dann einfach nach oben weg. Das ist auch immer ganz interessant. Ja, das ist die Größe, die ich brauche. Nur leider hängt er nicht da, wo ich ihn haben will. Jetzt ist er natürlich wieder klein. Logisch. Probieren wir was anderes. Man sieht es halt wirklich nicht, ne? Man sieht halt wirklich nicht, dass es da runter geht. Jetzt sieht man es. So, ich will natürlich darüber. Das Ding ist, wenn ich den fallen lasse, ist er weg. Ich habe den nur einmal. Ich habe sonst nichts. Kriegt es aber, ich krieg das nicht hin, dass der darüber. Ich glaube nicht, dass ich mit dem darüber komme. Ne, so ein beherzter Sprung. Reicht das aus von hier? Ich würde den gerne größer haben. Ja. Ja, wollen wir es probieren? Ich will halt, das Problem ist, wenn ich unten die Ladesequenz starte, ne, sobald ich die Ladesequenz starte, halt wieder vorbei. Wir probieren einen beherzten Sprung. Das meine ich. Genau das meine ich. Aber ich habe hier sonst nichts, ne? Ich kann nur diesen Käse nutzen. Ich habe hier sonst literally einfach nichts. Aber gut, ich kann rechtzeitig stoppen. Das ist doch schon mal gut zu wissen.
Lol. Der Käse steckt einfach fest. Der Käse steckt einfach fest. Krieg den dann wieder hoch. Komm nicht ran. Ne, ich komm nicht ran. Was würde jetzt passieren, wenn ich da jetzt drauf lande? Ist es da schon der Speicherpunkt? Ich will es lieber nicht ausprobieren. Das ist eine gute Größe, aber liegt der gut? Er ist genau am Rand. Darf halt jetzt nicht. Oh, da stoße ich mir hier den Kopf. Bisschen weiter runter vielleicht dann sogar. Ey, neuer Versuch. Scheiße. Mann! Am besten wäre es halt, der wird so groß, dass er über das ganze Ding drüber geht. Das passiert halt leider nicht. Nein! Aber jetzt müsste er kaputt gehen, oder? Jetzt bleibt, der kann er nicht stecken bleiben. Ja. Kommt jetzt neu wieder? Also respawnt der? Müsste er ja. Jo, der respawnt. Gut, also ist es nicht schlimm, wenn er mir runterfällt. Ich meine, ist es eh nicht, weil ich sowieso den Speicherpunkt laden kann, aber ich meine, dann kann ich auch ein bisschen rumprobieren. Kommt man safe drüber? Das ist doch. Das Spiel ist doch ausgelegt, um genau sowas auszuprobieren. Okay, der Käse ist drüben. Aber den will ich doch gar nicht drüben haben, den will ich doch hier haben. Kriege ich den so groß? Oh, das wäre es natürlich auch. Dass ich von hier auf den Käse springen kann und der Käse hält einfach drüben die Stellung. Nee. Noch ein Stück. Scheiße. Jetzt noch ein bisschen nach vorne! Mann, das ist die falsche Richtung. Ja? Ja? Nee. Oh Gott. Okay, ich darf jetzt den Sprung nicht versauen. Der liegt echt gut, glaube ich. Ach, Kacke. Das ist echt ein weites Stück. Ich weiß nicht, ob es geht.
Ich weiß nicht, ob es geht. Dann muss ich den schon wirklich so legen, dass er mir darüber. Also, das Problem ist aber halt in dem kleinen Bereich, ihn so groß zu machen. Das ist das Problem. Müsst halt stecken bleiben. Müsst so fett werden, dass er stecken bleibt. Rutsch ich da ab? Ich kann damit nicht mal spielen. Holy shit, es ist wirklich hier die letzte Blaupause von diesem Abschnitt. Oh mein Gott. Es war möglich und man sollte es tun. Ich habe nicht umsonst darum gesessen jetzt und das probiert. Leute, ich bin ganz ehrlich. Ich bin ganz ehrlich. Ich will mehr. Ich will mehr. Ich möchte die Secrets finden. Ich möchte die Secrets finden. Yo. Ich möchte die Secrets finden. Ich werde. Ich weiß nicht, ob ich jetzt sofort mal gucken, aber ich möchte mehr von dem Spiel. Ich möchte mehr von dem Spiel. Das wird natürlich hinten raus in manchen Leveln echt eine kritische Geschichte, weil da waren die Räume schon sehr groß und schon sehr viel möglich. Na? Aber wir haben halt da in dem Hauptmenü haben wir ein ganz gutes Indiz, um zu sehen, ob wir es haben oder nicht. Jetzt haben wir es. Und alleine, wenn ich dran denke, dass wir einen Sternraum gefunden haben und es in jedem Abschnitt einen Sternraum gegeben hätte. Was zum Teufel? Na? Also, ich denke, wir werden uns noch ein bisschen mit dem Spiel beschäftigen. Ich hoffe, es ist für euch in Ordnung. Wenn ihr des Spiels überdrüssig seid, schreibt es in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.